Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolations und dem Beagle. Gott, ich war hier im Schrank. Ich fliege jetzt einmal hier hoch. Ich bin neugierig. Ich bin halt neugierig, Leute. Ich will wissen, was hier ist. Zumindest kein Lüftungsschacht. Also doch schon. Loot. Schrott habe ich voll. Ich habe alles voll. Ich habe den Geräusch. Kann ich machen? Warum sollte ich einen Geräuschemacher brauchen? Jetzt eine ernst gemeinte Frage. Warum? Okay, special. Diane Verlaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich. Ja, gut, das haben wir gerade schon gehört. Verlaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Und die Information war jetzt so wichtig. External Communications. Aber da muss ich gar nicht hin, ne? Egal, wir gehen trotzdem einmal gucken. Ich aktiviere nichts, was ich nicht aktivieren möchte. Ich kann ja noch sowas Neuverkabelung machen. Ich weiß immer nicht, was mir das bringt, aber Kamerafeed ausstellen ist vielleicht gar nicht verkehrt. Nee, das mache ich noch nicht. Der will ja, dass ich nach unten gehe. Oder? Ich guck mal. Was ist denn hier oben? Klettern. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu neugierig bin. Ich weiß es nicht. Gut, dann bin ich jetzt hier unten. Ach so, so schlage ich. Okay. Alles voll, das kannst du nicht sehen. Thank you.
Ich habe dieses Teil hier noch überhaupt nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Denn jetzt entdeckt? Ja, aber wo muss ich hin? Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation. Auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Ist ja ein anderes. Okay. Ohne Kratzer. Wieso ohne Kratzer? Au. Sie überlebte dies. Aus dem Lüftungssystem heraus. Nö. Hab ich. Toll, die warten auf mich, ja? Scheiße, ich muss irgendwo noch da hinten, ne? Und jetzt sollte ich rennen. Ich bin da, komm bitte mit mir mit. Was machen Sie? Ich geh nirgendwo hin. Sollte das Alien ein Problem mit mir haben, dann jetzt, ne? Oh Gott. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Das ist ganz hier in der Nähe, ne? Wir brauchen dringend Hilfe. Bitte, Marco. Das ist irgendwo da drin. Habe ich die vielleicht jetzt abgehängt? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe.
Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Kann ich? Das war wohl eine geile Idee. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Nicht so gute Idee. Wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Aua. Wie stark sind die? Ich frage für einen Freund. Och nee, ich will nicht alles nochmal machen. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Da geht's nicht raus, cool. Ihr seid doch Arschlöcher, ihr seid Lemurensöhne, das seid ihr. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Wie gemein. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Oh, ich wiederhole, ja. Wir brauchen dringend cool. Hilfe. Das war nicht die geilste Idee der Welt. Ich habe gespeichert, wie dumm war das denn? Egal, das macht nichts. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Das war vielleicht doch nicht so gut. Hilfe. Hallo, ist da jemand? Ich schaff das irgendwie. Ich muss weg. Ich muss nur von da irgendwie weg. Aua, aua, nein, 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 Entschuldigung. Okay. Ich würde sagen, das war ziemlich dumm, da zu speichern. Im Zweifel kann ich jetzt zum Glück den Speicherstand vorher speichern. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Oh, da kann ich nicht. Da hätte ich reingekommen. Schön. Ich hab's zu spät gesehen, Leute. Ich hätte da reingekonnt. Dann weiß ich aber, wo ich lang muss. Das ist jetzt gerade eher nervig als alles andere, gebe ich zu. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Da muss ich ja hin, ne? Ich die da einsperren. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Und jetzt haben wir vorbeigegangen. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen... Aktiviere sie Samuels Kommunikation. Sevastopol, hier spricht Weyland-Yutani-Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Betreibers 21 Sekunden wurde. Sind echt lang. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits.
Das ist da halt in dem Raum, wo ich war. Ne? Ich kann versuchen, wieder zurückzugehen in der Hoffnung, dass die Idioten weggegangen sind. Ich weiß es halt nicht. Im Zweifel gehe ich halt wieder zurück. Schade, dass ich das noch nicht habe. Weil die sind ja... Jetzt kann ich nochmal speichern. Die sind ja Androiden. Das heißt, der EMP müsste bei denen wirklich wirken. Die sind weg, oder? Kann das was? Sind die so doof? Wo muss ich hin? Das ist die Frage. Wisst ihr, was ich voll irritierend finde? Was? Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Truman getroffen. Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich glaube, das war mein Magen, Leute. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Seekson-Mitarbeiter. Wir kümmern uns umgehend um Sie. Scheiße. Die Frage ist, wo muss ich hin? Samuels und Tell befinden sich im... Was? Transit? Samuels hat ein Transit. Gondel zu ihnen geschickt. Zu Seekson's Communications. Wo ist das? Nein, ohne Witz, wo ist das? Wo bin ich hier überhaupt? Thank you.
doch. Das habe ich nicht gespeichert. Cool. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich dann mal weiß, wo ich hin muss. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten... Ich muss halt komplett zurück, ne? Wenn ich schlau bin, renne ich. Habt einen schönen Tag und haut rein.